So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren neuen illustren Runde in die Horrorkacke mit Milonetski. Jawohl, in dem Fall nennt sich das Ganze Mental. Sehr schönes Paint-Logo. Muss man lassen, mit Spraydose. Also besser hätte ich es nicht machen können. Egal, wir starten ein neues Spiel. Oh Gott, wenn ich dieses Loading-Ding schon sehe, erinnert mich ganz stark an dieses eine verpackte Spiel, was ich mal vor Ewigkeiten gemacht hatte. Sah genauso aus. FPSC halt. Ich hoffe, dass es diesmal besser wird. Wenn nicht, Oh Gott. Das wirkt jetzt schon extrem trashig. Ich freue mich drauf. Na, bist du bald mal fertig mit Laden? Wo bin ich? Warum ist denn alles grün? Grüne Schatten? Wie geil ist das denn bitte? Hat da jemand einen Fehler gemacht oder was? I have to escape. Moment, das kann doch nicht normal sein, oder? Warum ist der Schatten grün? Das schaue ich mir mal kurz an. Momentchen. Okay, das scheint normal zu sein. Gut, gehen wir einfach hier durch. Press E to use. Was ist denn hier passiert? Moin, Mensch, ihr solltet hier nicht so rum Party machen. Schon wieder gesoffen oder was? Wie er schon wieder aussieht. Wie schlecht verpixelt einfach mal die Texturen sind. Ohne Witz, das sieht so richtig kacke aus. Dann leuchten die Gegner auch noch. Ja, knackt ein bisschen, ist ja auch geil. Na, lassen wir uns mal davon nicht beeindrucken. Von der schlechten Optik. Es könnte ja trotzdem noch gut werden. Habe ich eine Taschenlampe? Guck mal, was macht er denn hier? Voll in den Sand gesetzt, ey. Der lässt erstmal ordentlich einen abschlinkern. Da tippelt doch. Ich mach mal die Tür zu. Ich hab da gerade was gehört. Hier liegen abgerissene Eingeweide, Köpfe, ja. Innereien. Finde ich gut. Das war jetzt aber billig. Habt ihr das gehört? Irgendjemand, der hier einfach nur ein bisschen mit der... Dann alles nur auf links. Krieg ein Kind, ey. Hi. Was ist mit dir nicht richtig? Du hast ja auch irgendwie Körper... Ah, guck mal hier. Hab einen Schalüssel. Wow. Gut. Das war unerwartet. Aber dafür sich trotzdem. Also das ist ja mal... Ich sehe nix. Penner. So, Tor ist nicht mehr locked. Neuer Schlüssel. Picked up a key. Oh, ein schwebender Kopf. Ja, hi. Was machst du denn da? Wofür ist der Schlüssel jetzt da? Ich hab doch alle Türen geöffnet, oder? Alles ist offen. Alles ist gut. Ja, also wirklich, wirklich flashen tut's mich jetzt gerade nicht. Aber wir werden sehen, vielleicht kommt da ja noch was. Ein Kopf. Ach, guck mal hier. Das ist ja süß gemacht. Aufgespießt und dann den Kopf oben drauf. Wer kommt denn auf so eine lustige Ideen? Guck mal, ein Stuhl. So, die Tür haben wir jetzt offen. Die ist jetzt nicht mehr lockt. Was ist das? Ein Müllbeutel, eine Säge. Haben wir eigentlich auch eine Taschenlampe oder sowas? I think I'm be watched. Eine Diskette. Gut, die brauchen wir auch nicht. Hallo! Kein Plan. Einfach Rinder. Was denn? Wieso leuchten die Texturen teilweise so eigenartig? So, er liegt drauf. Ganz alleine, nackig und hat nur eine Toilette. Was ist das für eine riesen Zelle hat er. Eine riesen Zelle mit nichts drin. Er hätte wenigstens irgendwie einen Fernseher hinstellen können oder ich weiß es auch nicht. Ein leuchtendes Skelett. Geil. Sorry, aber irgendwie. Ich kann das gerade nicht ernst nehmen. Ich denke, die Jumpscares sitzen wahrscheinlich trotzdem. Okay. Wow, 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 wow. Das kam überraschend und sah lustig aus. Jetzt ja wenigstens irgendwie aus einem Baukasten irgendwelche Soundeffekte nehmen können. Also Eigengeräusche wirken teilweise extrem lustig, wenn der Typ keine Ahnung davon hat. Alter, hat er eine Wurst drin gesetzt. Oh, ist das geil. Ordentlich abgewurstet. So. Was ist denn behind me? Da ist doch überhaupt nichts. Sagst du mal behind you? Wow. Ich habe mich gerade von der Tür mehr erschreckt als vom Rest des Spiels. Ist das wie auf einer Special Ultra Basis oder was? Handscan. Required. Ohne Hand.
Was ist denn hier nicht richtig? Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Shalom? Die Tür ist auch verschlossen? Ja, du machst geile Geräusche, ich weiß. Du stehst auf mich, du kleiner Lump. Ich hüpfe durch die Gegend. Ich bin ein Kaninchen. Hui! Keine Ahnung. I have nothing gesehen. Ist hier irgendwas drin? Ah, ein Schlüssel. Irgendwo aus dem Nichts habe ich mir einen Schlüssel geholt. Oh, was ist denn jetzt los? The fuck? The fuck? Warum ruckelt das jetzt auf einmal so? Ist da gerade jemand? Ich weiß nicht, also, wie gesagt, ich finde teilweise die Geräuschkulisse ein bisschen eisenartig. Aber es geht ja noch. Und ja, ich weiß, für manche ist es wieder so, dass ich mit meiner lustigen Stimmung die Atmosphäre verkacken würde. Aber in der Hinsicht, ich kann nichts dafür, wenn mich das gerade nicht so wirklich gruselt. Die Jumpscares sitzen ja trotzdem. Und so tun, als wäre es gruselig für mich, das bringt es mir irgendwie nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Hüpfen. Ich muss hüpfen. Warum ruckelt es denn hier an der Stelle? Genau in diesem Gang, wenn ich hier reingucke, ruckelt es so. Slow-Mo-Action vom Freundsten. Welche Tür muss ich denn jetzt aufmachen? Mann, oh. Ich habe einen Schlüssel für irgendeine Tür, die... Ach, vielleicht muss ich ja zum Handscan. Nö. Bäh. Hier hinten vielleicht? Noch irgendwas? Nee, hier bin ich ja komplett durch gewesen. Da war ja nichts. Ich werde definitiv den Schlüssel für irgendeinen Raum da drüben brauchen. Das steht fest. Ich gehe jetzt hier lang. Hier liegen Heizungen auf dem Boden. Ja. Ah. So. Dann gib mir mal den Schlüssel. Damit ich zur nächsten Tür kann. Ne, welche? Eyescan. Aha. Brauche ich ein Auge. Die ist verschlossen. Dann muss ich eine weitergehen. Die ist auch. Genau, da war der Eyescan. Geradeaus. Dann hier links. Nein, auch nicht. Dann die hier. Jawohl. Oh, Toiletten. Und eine leuchtende, ein leuchtendes, ein gelb leuchtendes Waschbecken. Ich renne hier von einem Schlüsselpunkt zum nächsten. Bisschen bescheuert komme ich mir ja schon vor. So. Hey, Doktor. Sie haben sich erhangen. Komische Geräuschkulisse. Aha. Hi. Na? Öfter hier? Wollen wir zusammen abhängen? Door locked. Ach, das hatten wir ja schon. Da waren wir ja eben dran. Ha! Dann gehe ich jetzt hier lang. Ich glaube, hier war die nächste Tür, die verschlossen ist. Yep. Die hatten wir eben schon. Dann die da drüben. Das ist die mit dem Eyescanner. Dann hier. Die letzte. Jawoll. Ein großer Schlüssel. A key for one of those cells. Welche Zellen? Da ist der Doktor, der hängt ab. Dann gehe ich nochmal zurück. Weil wir haben ja da eine Zelle scheinbar übersehen. Wow! 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 Okay. Wow, der kam jetzt überraschend. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Hier, die hier. Hört mal auf, da draußen zu schreien. Ihr habt mich gerade voll erschreckt, ihr scheiß Kinder. Da ist ein Kopf in der Toilette. Ah, Augen. Für den... Hi. Für den Augenscanner. Oh, wow. Hör mal auf. Erschreck mich nicht so. Ich gehe jetzt zum Augenscanner. Dudai, dudai. Da werde ich die Tür aufmachen. Dudai, dudai, dai. Hier ist verdammt... Wow. Haufenweise Skelette. Das muss ja auch nicht sein, du. Ein Arm. Jetzt, genau. Haben wir den Handscanner. Wow! Wow! Versteck dich, versteck dich, versteck dich! Whee! So. Erstmal ein Stückchen Bier trinken. Sorry, Leute. Manchmal muss ich mich auch ein bisschen ablenken.
So, jetzt aber. Access granted. Was hat denn Grant damit zu tun? Hugh Grant? Schnell weg! Renn! Nein, nein, nein! Oh! Ey, wie kriegt der mich denn? Hallo? Du Penner! Ey! Was ein Scheiß. Wow. Mann. Also das Spiel ist ja echt teilweise. Wow. Habe ich mich so unrecht drüber lustig gemacht? Vielleicht. I see the exit. I see it. I need to return to my wife and child. Ja, also Leute, das war's von mir und dem Spiel Mental. Wir hatten eine Menge Spaß hoffentlich. Also die Scares waren ja ganz knufft. Ansonsten ist das Spiel natürlich typisch Indie-mäßig mehr mau als pau, aber ich fand's trotzdem sehr unterhaltsam. Ich hoffe, ihr fandet es ebenfalls sehr unterhaltsam. Wenn nicht, lasst mir doch gerne etwas Kritik da. Wie gesagt, wenn ihr meint, ich alber zu viel rum, das ist nun mal meine Art bei solchen Spielen. Ich kann nicht bei allen Horrorspielen ernst bleiben. Es gibt Sachen, wie zum Beispiel Slender, The Arrival oder SCP, wo ich wirklich sage, da ist es echt gruselig. In dem Fall war es ja jetzt eigentlich mehr oder weniger relativ bescheuert. Ja, aber trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ansonsten, wie gesagt, Kritik ist immer angebracht. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Horrorspiel, wenn es wieder heißt, wir gruseln uns together mit Milonetsky. Auf dann auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski.